Die Stimmung beim Trainer und den Spielern vor dem ersten Heimspiel ist richtig gut. Torwart Nikola Vasili bringt es auf den Punkt. Ich bin das dritte Jahr hier und ich denke, es ist die beste Atmosphäre, das beste Team mit guten Charakteren. Dem erfolgsorientierten Trainer reicht das aber nicht. Nur gute Stimmung führt nicht zum Erfolg, sondern wir brauchen auch Reibungen, wir brauchen auch Konkurrenzkämpfe und das ist auch Teil des Ganzen. Das Ganze begann mit einem Sieg in Kaiserslautern. Der Saisonstart verlief also optimal, doch Fabian Hürzeler fordert mehr als 3 Punkte. Er fordert eine deutliche Leistungssteigerung von seinem Team. Was den fußballerischen Inhalt angeht, glaube ich, dass wir definitiv besser spielen können. Das haben wir auch jetzt diese Woche im Detail aufgearbeitet und da verlange ich auch von meiner Mannschaft, dass wir einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, dass wir da definitiv noch mehr Potenzial nach oben haben und das versuchen wir zu Hause gegen Düsseldorf am Millerntor dann deutlich besser zu machen. Am Millerntor, dort fehlen noch die Linien auf dem Rasen, doch der ist im perfekten Zustand. Von der Deutschen Fußballliga wurde er zum besten Rasen der zweiten Liga ausgezeichnet. Kompliment natürlich an meine Greenkeeper, weil es ist eine Auszeichnung für sie, für ihre Arbeit. Mindestens Platz 7, das ist das Ziel des Trainers für diese Saison. Wir machen uns keinen Druck, wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wissen, dass wir Qualität haben. Das haben wir in der Rückrunde gezeigt. Wir werden sehen, wohin uns das führt. Wenn wir am Ende der Saison gucken, wo wir rauskommen, aber wir werden uns nicht weigern, wenn wir aufsteigen. Alle sind bereit für die Mission Aufstieg. Anpfiff gegen Düsseldorf ist am Samstag um 13 Uhr.